Ja, eine scheinbar einfache Frage, aber ist das ein Graph oder ist das ein Baum? Und wie machen wir das eigentlich algorithmisch, damit wir feststellen können, ob ein Graph ist oder ob ein Graph eigentlich ein Baum ist? Also so der super Spezialfall eines Graphen. Ja, wie das funktioniert mit mehreren Möglichkeiten und mehreren Wegen, erfahrt ihr in diesem Video. Wollen wir einen Algorithmus finden, der uns sagt, ob ein bestimmter Graph ein Baum ist oder eben nicht. Das setzt einmal voraus, dass wir einen gerichteten Graphen haben, möglicherweise auch gewichtet, das wäre nicht so das Problem, also wenn die Kanten hier auch noch Gewichte hätten, das wäre okay. Dargestellt dieser Graph hier, dieses Beispiel einmal als adjazent Matrix und einmal als adjazent Liste, und da sieht man auch, die Matrix hat natürlich sehr viele entsprechende Löcher und die Adjazenzliste ist entsprechend kleiner. Gut, wie können wir jetzt feststellen, ob dieser Graph ein Baum ist oder nicht? Möglichkeit 1, und am Ende des Videos gibt es noch eine sehr viel effizientere und geschicktere Lösung, aber mal eine kleine algorithmische Idee. So, wir können ja anfangen, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein Visited Array, so ähnlich hatten wir ja bei der Breiten- und Tiefensuche schon, und wir machen jetzt eigentlich eine Tiefensuche. Das heißt, wir beginnen einfach mal beim ersten Knoten und sagen, okay, eins haben wir gevisited, haben hier sozusagen den Zeiger, wo wir gerade sind, rechts auch kurz symbolisiert durch den Graphen, wo wir sind, und wir verfolgen entsprechend tiefensuchenmäßig alle Verbindungen nach unten. Und wenn wir von 4 nach 3 gehen und 3 keine Verbindung mehr hat, dann springen wir wieder zu 4, gehen von 4 nach 7, weil da gibt es eine Verbindung, 7 hat auch nichts mehr, dann kommen wir zurück zur 2 und 2 zu 5 und von 5 geht es nicht mehr weiter. Und jedes Element, das wir besucht haben, müsste jetzt in dieser Visited sein. Das ist soweit auch ganz gut, nur können wir dadurch noch nichts sagen, denn was wir jetzt nicht betrachtet haben, ist dieser Bereich. Den haben wir deswegen nicht betrachtet, weil es von 5 nicht weitergeht, weil das so eine Datensenke ist. Ja, was wissen wir jetzt? Gar nichts wissen wir. Bisher war alles okay, denn bisher war dieses Visited Array recht eindeutig. Also wir haben es nicht geschafft, dass wir einen Knoten ein zweites Mal besuchen. Wir haben mit der 1 einfach begonnen. Hätten wir mit der 4 begonnen, wären wir nur zu 3 und 7 gekommen. Das heißt, das sagt uns mal nichts. Wir müssen auch da unten noch weiter schauen. Und wenn wir hier weiterschauen, dann nehmen wir einfach den nächstbesten, zum Beispiel eben die 6, und starten hier wieder und kommen wieder zur 5, und dann von 5 geht es auch nicht weiter, aber wir haben hier schon das Problem erkannt. Wir sind jetzt bei der 5 angelangt und die 5 ist bereits in unserem Visited Array vorhanden. Und weil die 5 schon vorhanden ist, haben wir natürlich das Problem, dass wir sagen, okay, die 5 hat tendenziell zwei Eltern oder hat zwei Eltern und deswegen ist das ganz bestimmt kein Baum, sondern ein Graph. Gut, wie wäre es einfacher gegangen? Also das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir in diesem Visited Array nicht die Werte nacheinander reinschreiben, sondern einfach nur True oder False, sondern entsprechende Indizes. Also der erste Knoten steht an Index 1, also Index 0, der zweite am Index 1, dritte an Index 2. Und wenn wir den besucht haben, dann ändern wir von True auf False. Dadurch sind wir effizient und müssen nicht immer das Array durchsuchen. Wie ging es noch einfacher? Wie können wir ganz einfach feststellen, ob es sich bei diesem Graphen um einen Baum handelt oder nicht, zumindest dann, wenn wir hier eine Adjazenzmatrix oder Adjazenzliste haben. Und die Antwort, die ist recht einfach. Und zwar, wir brauchen nur sehen, wir sehen uns alle Spalten an. Und wenn in einer Spalte häufiger als einmal das Jahr vorkommt in der Matrix, also eine Verbindung ist, dann gibt es mehr Wege zu diesem Knoten als einen. Und demnach kann es kein Baum sein. In der Adjazenzliste müssen wir uns auch diese ja, Listen ansehen, die da dranhängen. Wenn hier eine Zahl mehrfach vorkommt, ja dann haben wir keinen Baum, sondern einen Graph. Spannende ist die Frage, zum Beispiel, ob dieser Graph jetzt zyklenfrei ist oder nicht. Denn manche Algorithmen funktionieren wunderbar bei zyklenfreien Graphen. Da haben wir dann gerichtet und zyklenfrei und solche Sachen. Da gibt es dann sehr effiziente Algorithmen für bestimmte Aufgaben. Und auch wenn man Regel-Engines hat und sagt, okay, kann ich diese Regel überhaupt auswerten, ist es wichtig, dass
der Graph zyklenfrei ist. Und ja, wie wir bestimmen können, ob ein Graph zyklenfrei ist oder nicht, das sehen wir uns im nächsten Video an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.